Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf meiner Ranch. Bunkersilo ist fertig. Ja, wunderbar. Und ich würde sagen, die große Party kann beginnen. Wir sind im Januar und das heißt, hier müsste theoretisch jetzt alles tiefgrün sein. Und wir müssten alles verkaufen können, was wir noch nicht verkauft haben. Na gut, ich gucke noch gleich mal nach. So, denn bei mir zum Beispiel steht drauf, Käse. Gut, Käse haben wir gar nicht mehr, wa? Den haben wir im letzten Monat verkauft. Das heißt, jetzt müsste eigentlich der Salat fertig sein. Genau. Käse haben wir verkauft. Der Salat. Nee, Schokolade kommt später. Tomaten waren es, genau. Tomaten waren es. Januar. Februar. Wir haben Februar, natürlich. Die Tomaten gehen weg. So. Erdbeeren haben wir keine mehr. Richtig. Honig und Schokolade geht ja später. Wobei, Schokolade können wir weggeben. Okay, Zettel, Stift. So. Also, Salat, Schoko. Salat, Schokolade. Was steht bei mir noch drauf? Silage. Wenn wir jetzt so viel Silage haben, können wir Silage verkaufen? Mist und Gülle verkaufen wir weiterhin, ist klar. Silage, da. Ja, gut. Silage geht noch weg. Und Milch. Wir hatten ja in der letzten Folge geguckt. Oh, Milch ist sogar gestiegen. Milch. Und ich habe mich nach dem LKW umgesehen. Wie sieht es eigentlich mit Eiern aus? Die sind im November dran. Ansonsten sind wir mit allem durch. Oh, ja doch, Kuchen haben wir verkauft, wa? Ja, Kuchen ist weg. Honig kommt später. Nämlich im März. Alles klar. Und Olivenöl im Sommer. Und Kleidung geht im April weg. Gut. Also geht's mit Salat, Schokolade, Silage und Milch weiter. Fangen wir mit der Milch an. Da hatten wir das Problem, dass der LKW, also der Traktor, wo immer der jetzt auch steht, da steht er. Der da. Nicht um die Kurve kam. Deshalb habe ich gesagt, dass ich den hier noch starten will. Ach, dass die nicht immer automatisch losfahren, ärgert mich ein bisschen. Der fährt schon wieder zur Futteranlage 3. Wo der gar nicht hin soll. Du sollst das Gras bringen in die Futteranlage 1. Futteranlage 2, Futteranlage 3. Also fährst du es bitte sehr in die Futteranlage 1, ja? Ich mache das jetzt nur einmal. So. Danke. So. Wo sind denn die anderen alle? Nein. Wegen des Schweines müssen wir noch gucken. Genau, er fährt hier. Ah ja, er fährt weiter Gülle. Das könnte ich mit dem großen Truck machen. Du könntest die Gülle fahren. Naja, wobei, ob 15 oder 28 ist. Und er fährt sehr gut. Und jetzt habe ich hier einen LKW gesehen. Den habe ich ausprobiert. Der fuhr auch richtig gut. Da ist er. Ein kleines Fass. Schön wendig. Logo auf dem Schmutzfänger. Ah, das ist mir der Aufpreis wert. Wie bitte? Wie weit geht denn der? Ach, bis 22 geht der. 10 Riesen extra. Okay. Ach so, das ist die Hauptfarbe.
Ein Mac muss schwarz sein. Ja. Und der Tank hinten? Chrom oder Silber? Oder weiß? Ist ja Milchlaster. Ach, Chrom geht gar nicht, wa? Ich kann ihn höchstens grau machen. Ich kann ihn höchstens grau machen. Anhängerkupplung. Ja doch. Die sollten wir nehmen. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Felgen müssen verchromt sein. Ach, nein, die brauchen wir nicht. Motorausführung. Brauchen wir nicht, du fährst gut genug. So. Alles klar. Da. Du wirst holen, Kuhstall, Milch, wirst die Milch bringen zu Bäckerei. Bäckerei Ost. Milch. Genau. Ah. Genau. So, da würde ich sagen, da gehst du mal los. Und der kommt nämlich um die Kurve durch. Also, er kommt durch die Kurve durch, als ich es getestet habe. Wie ich mein Glück kenne, knallt er jetzt gegen den Zaun. So. Und dann neuer Monat, also Tiere. Glücklich, glücklich, Kühe. Wasser, glücklich. Kühe, aha, Stroh. Gut, Schweine. Immer noch glücklich. Nein. Nee. Schafe. Glücklich, Schafe, glücklich. Okay. Wo fährst du jetzt lang? Johnny? Wo will der hin? Er will Milch aufladen. Bin ich doof? Milch aufladen ist hier unten. Da. Nee, das ist Kuhstall 2 Milch. Ups. Halt mal an. Kuhstall Tiere, Kuhstall 2 Milch. Habe ich doch gesagt. Entschuldigung. Aber was war da Milch aufladen? Wo wollten die jetzt hinfahren zum Milch aufladen? Na gut. Dann fangen wir an mit unserer Arbeitsroutine.
klar. Hallo. Ah, ist ja schön wendig. Aber ich bin schneller. So, wieder ein Tausender eingenommen. 4,6 Millionen schon. So, ich hätte jetzt gerne die Wolle. Danke. Hier bekomme ich die Eier her und den Honig. Okay, das wäre die Sammelrunde. Jetzt geht's an die Schokolade und den Salat. Das heißt, ich brauche den Trailer. Warte mal, wie viel Schokolade habe ich? Hä? Hallo? Ah, jetzt. So, Schokolade. Da. Okay. Und Tomaten. Hatte ich die Tomaten nicht aufgeschrieben gehabt? Warum habe ich die nicht aufgeschrieben? Die werden doch im... Und Tomaten. Aber erst ist die Schoki fällig. So. Und zwar geht die nach Einkaufszentrum. Das mache ich selber. Sechzehn plus 32. Let's go. Ach, siehst du, jetzt wollte ich ja mal gucken. Da ist er. Genau. Okay. Er fährt jetzt hier rum und rüber. So. Ah, da kriege ich noch mehr Geld. Da kommt er. Winterlich vorsichtig fahren. Ich hoffe, ihr habt alle Winterreifen drauf. Ah.
Money, money, money. Halt, vorwärts. 76.000 und... ...4,8. So, warte mal. Jetzt werde ich noch mal gucken, schnell nach dem Truck, dass auch alles klar geht. Da. Ja. Genau. Du bleibst hier nicht hängen. Wunderbar. Er verkauft die Milch. Noch wunderbarer. Hm. 4,9 Millionen sind wir gleich. Scheint, als müsste ich jetzt das Feld kaufen. Bevor ich hier Probleme komme. Jetzt angekommen. Wieso schon wieder Futteranlage 3? Bist du bescheuert? Die Futteranlage 3 braucht kein Futter. 30.000. Lenken, lenken, lenken. Ach komm, vorhin hast du es doch geschafft. Okay, dann machen wir es so. Pass auf. Okay. So. Weißt du, wo ich das gestern getestet habe, hat er das wunderbar gemacht. Hat mich so gefreut, dass ich gleich gesagt habe, jawohl, den Truck kaufe ich. Und jetzt erzählst du mir, du kannst das nicht mehr? Lenken. Na siehst du. Okay. Und? Ach so. Entschuldigung. So. Ach so, ich will jetzt wieder meinen Truck rein. In den. Stopp. So, Schokolade. Da. Wo gehen die Tomaten hin? Hier. Einkaufszentrum? Die gehen ja auch ins Einkaufszentrum. Ja, wunderbar. Das heißt, du kriegst hier vorne 16 und 9 macht 7. Okay. 7 plus 32 macht... Ja. So. Auslagern. Nee, 39.
Ja, 32 und 7 macht 39, sage ich doch. Danke. Nein, nicht dagegen fahren, sonst lädt er das gleich wieder ab. Da sag ich doch, der ist doch hier unten schon wieder auf 97%. Hat er das gerade wieder eingelagert? Nein, gut. Ach so, weil die Palette nicht ganz voll ist, ja. Und abliefern. Na? Na komm schon, mach, mach, mach. Mach leer da vorne, ja. Gut. Na komm. 4,96 Millionen. Und wir haben noch alles voller Tomaten. Also fürs Protokoll, es hätten 5 Millionen sein können. Und ich denke mal, in der nächsten Saison werde ich auch die 5 Millionen knacken. Nur in dieser Mission noch. In dieser Saison noch nicht. Denn ich werde mir jetzt das Feld kaufen. Weil ich einfach für meine Kühe das Stroh brauche. Das heißt, bevor ich die 5 Millionen knacke. Sekunde, das mache ich hier, wa? Ja. Land. Das Feld habe ich. Ich würde sagen, ich nehme das. Kostet mich 600.000. Oder nehme ich doch das? Wie viel sind denn das? 11 Hektar? 10 Hektar? Das kostet 680.000, 614.000. Wobei mir das mehr zusagt zum Thema Autodrive. Ich nehme das. Da kommt Getreide rauf. So. Wir sind bei 4,3 Millionen. So, Tomaten. Warte, warte, warte. Danke. So, die verkaufe ich noch. Und dann muss ich mal gleich auf das neue Feld gucken, ob ich das schon pflügen kann. Dann schicke ich da nämlich als erste Amtshandlung in der nächsten Folge den Pflug los. Und da oben wird dann halt ununterbrochen Getreide angebaut. Einfach, weil ich ja Stroh brauche. Eigentlich würde ich nur Stroh anbauen, wenn das ginge. Aber, ja. Strohanbau geht halt nicht. Also habe ich dann Getreide zu viel. Und damit werde ich dann meinen Platz am neuen Schafstall wahrscheinlich noch nutzen für eine weitere Bäckerei. Aber ich denke mal, das machen wir dann alles ganz entspannt in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich, oh, da geht die nächste Tausender. Und beim nächsten Mal werde ich mich nicht vor die 5 Millionen drücken. Bis dahin sage ich, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare.
Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later.